Wir spielen Weniger ist näher. Ein tolles Spiel. Wichtig für dieses Spiel ist, dass ihr beide so ein kleines Kartenset in die Hand bekommt. Da sind Karten mit den Ziffern von 1 bis 7 drauf. Die braucht ihr gleich, denn ihr setzt Versuche. Versuche, die ihr braucht, um verschiedenste Aufgaben zu absolvieren. Immer von 1 bis 7, minimal ein Versuch, maximal 7. Gleichzeitig ist derjenige, der die höheren Versuche setzt, also auch die schwierigere Aufgabe, derjenige, der, wenn sie bestanden wird, 2 Punkte in dieser Aufgabe kassiert. Derjenige, der niedriger setzt, aber ebenfalls die Aufgabe erfüllt, bekommt 1 Punkt. Versagen beide, kriegt keiner irgendwas. Versagt nur einer, dann bekommt der andere jeweils die Punkte, die ihm vorher zugewiesen worden sind. Ah, ich weiß, ja, das klingt jetzt sehr kompliziert, Joko. Ich werde das Schritt für Schritt bei jedem Spiel nochmal erklären. Gott sei Dank bin ich hier. Ich bin Ihr verlängerter Arm zu Hause. Kommt gerne mit zu Spiel Nummer 1. Wir tun jetzt so für Sie zu Hause, dass wir das auch nicht geschnallt haben. Ja, genau. Wir tun einfach so. Damit so ist es noch besser. Wir haben es natürlich verstanden. Spiel Nummer 1, ganz simpel. Wir werfen. Und zwar diese kleinen, ich weiß nicht, wir haben sie damals Hacky-Sex genannt. Ja, ne? Gut, dass ich nicht mitwerfe. Vielen Dank. Gerne. Diese kleinen Jonglierbälle. Bitte nicht, wenn einer von euch jonglieren kann, bitte jetzt nicht. Und zwar werft ihr die auf diese Treppe. Ihr seht, die Stufen sind beziffert mit den Zahlen von 1 bis 7. Jetzt setzt jeder von euch, natürlich verdeckt und ohne sich abzusprechen, was er glaubt, welche Stufe er erreichen wird. Sagen wir mal, Joko, du sagst, ich schaffe Stufe 1. Dann musst liegen bleiben. Genau einen, ja. Dann hast du genau einen Versuch, um Stufe 1 zu erreichen. Sagst du, du schaffst Stufe 7, darfst du ganze 7 Mal probieren, ob du da oben den Ball platzieren kannst. Derjenige von euch, der mehr setzt, der gewinnt automatisch 2 Punkte, sobald er die Aufgabe tatsächlich auch erfüllt. Der andere bekommt einen, wenn er seine Aufgabe erfüllt. Solltet ihr beide gleich setzen, bekommt ihr jeder einen Punkt bei Erfüllen der Aufgabe. Gib uns irgendwelche Punkte, wenn wir das... Ich denke mir was aus. Ja, aber auch mehr, weniger, also setzt mal verdeckt. Was glaubt ihr, welche Stufe könnt ihr erreichen? Das ist eigentlich das Wichtigste. Welche Stufe könnt ihr erreichen? Nicht sagen, Joko, sondern Karte nehmen, wo die Zahl draufsteht. Wie beim Promi-Dinner. Kannst du Gedanken lesen? Ja. Sagen wollte halt. Deine, das ist nicht schwer. Dafür braucht man nicht so viele Worte. Genau die Anzahl, die ihr treffen wollt. Also die Anzahl der Stufe, die Zahl der Stufe und gleichzeitig die Anzahl der Versuche. Klaas hat schon gesetzt, Joko. Das Werfen ist für mich nicht das Problem, dass wir 7 zählen. Ich wollte gerade sagen, kennst du alle Zahlen? Soll ich sie mal aufmalen? Hallo. Okay, also. Einmal für Sie zu Hause. Klaas sagt, er schafft Stufe 5 mit 5 Versuchen und Joko sagt, er schafft Stufe 7 mit 7 Versuchen. Anhand dieses Beispiels sollten beide schaffen, was sie vorgegeben haben, bekommt Joko 2 Punkte, Klaas bekommt 1 Punkt. Ich frage das nachher ab. Er hat sich so, mach nichts. Du musst Stufe 7 treffen, da wo die 7 dran ist, ganz oben. Und zwar hast du dafür insgesamt 7 Versuche. Stopp, stopp, stopp. Ich will nur gucken. Ich will nur das glaube ich ja. Aber guck doch von hier unten mit den Augen. Sag mal, ja, aber Moment, ich will ja wissen, was auf dieser einen Stufe, da steht ja nichts drauf. Was heißt das? Also die ist immer ungültig. Noch die 4. Das ist immer noch die 4. Und wieso steht da keine 4? Immer alles die 4, weil wir ein bisschen wollen, dass du eine blöde Frage stellen kannst. Ja, gut. Habt ihr so. Mittlerweile legt ihr mir da so Easter Eggs hin? Es war, Joko, dein Reiseland. Das heißt, du darfst entscheiden, möchtest du anfangen oder soll Klaas vorlegen? Und dann legt doch vor. Gut, ihr spielt abwechselnd. Immer einer wirft einen Ball. Gut, das mache ich keine. Solltet ihr die Bälle des anderen aus Versehen darunter kegeln, ist das egal. Wenn der Ball liegen bleibt, zählt das als... Darf ich? Ja. Von hier? Ja. Also nicht anrannt? Nein. Nee. Du hast gesagt, die 5, das ist nicht die 5. Nee. Jetzt kommt Joko. Ach ja, Joko. Du hast gesagt, die 7, Joko. Nochmal zur Orientierung, das ist ganz oben. Das ist die 6. Na, Kacke, der schafft das. Klaas. Zweiter Versuch von 5. Nein. Joko. Zweiter Versuch von 7. Ah. Nope. Klaas, dritter Versuch. Das wäre aber witzig, wenn ich die 3 gewählt hätte und jetzt so geworfen hätte. Ey, das wäre so witzig. Wahnsinnig witzig. Ja. Da hätten wir also gelacht alle. Ja, kaputt gelacht hätten wir uns auch. Nope. Ist nicht so. Nope. Klaas, vorletzter Versuch. Und Kacke! Schade. Also, ich bin ja. Nee, Joko ist dran. Warum nicht ich? Oh, Vorsicht da! Ups! Entschuldigung, wo ist er auf der 6? Personenschaden? Nein. Wieso? Du hast doch über die Frau gespielt, das geht doch so. Nicht. So.
Und Klaas, letzter Versuch. Auf die 5. Das ist die 6. Nee, das ist die 5. Entschuldigung, verguckt. Das ist die 5. Das ist die 5, ja, richtig. Oder nicht? Hast du geschafft? Ah, was? Stopp. Nee, stopp. Nee, ist die 6. Ach, die Stufe ist die 6. Ja, die Stufe ist die 6. Habe ich nämlich auch gedacht, aber ich dachte, wenn du dich vertust, dann ja, habe ich auch kurz gedacht. Aber ich habe mich vertan. Nee, Glück, leider nicht geschafft. Ja. Schade. Nicht geschafft. Und ich habe noch 2 Versuche. Du hast noch 2 Versuche, um die 7 zu treffen. Ja, das war. Wenn er jetzt auch nicht gewinnt, kriegt keiner einen Punkt. Ah, schade. Keiner gewonnen, beide keine Punkte, aber hat schön ausgesehen. Nächstes Spiel. Klassischer Tischtennisaufschlag. Und zwar, ich sag's einmal, auf der einen Plattenseite, welche ihr euch aussucht, ist mir wurscht, ihr dürft rechts oder links anfangen, aber es muss quasi den Schläger berühren, die Platte hier berühren und dann diagonal die andere Seite hinter der Linie. Ich habe mir sagen lassen, so schlägt man auf im Tischtennis-Doppel. Auch hier wieder, aus welcher Distanz zwischen 1 und 7, gleichbedeutend mit der Anzahl der Versuche, von wo wollt ihr starten? Ihr müsst nicht an den Seiten so stehen, ihr dürft euch ein kleines bisschen auf der Linie bewegen und natürlich auch an beiden Seiten rechts, links, wie ihr wollt. Wie viele Versuche bzw. welche Schwierigkeitsstufe schafft ihr zwischen 1 und 7? Joko sagt 2, Klaas sagt 5. Das heißt, wenn Klaas seine Aufgabe schafft, bekommt er 2 Punkte. Wenn Joko seinen schafft, bekommt er 1 Punkt. Aktuell steht es 0-0, es kann also nur besser werden. An dieser Stelle, genau, du fängst an, Joko. 2 Versuche, der erste von 2. Ich mach den. Willst du einen anderen Ball? Abwechseln. Nee, nee. Okay, ich dachte schon. Nee. Ja. Geschafft im zweiten Versuch, im ersten Versuch. Das heißt, 1 Punkt sicher, du brauchst nicht mehr spielen. Klaas startet bei der 5. Ja. Ich stelle mich mal hier einfach mit dem Schälchen hin. Ich kann jetzt über Kreuz spielen, ne? Du musst über Kreuz spielen, deswegen ist die Frage, ob es sinnvoller ist, vielleicht an der Seite zu starten. Über Kreuz. Auf der einen Tischtennisplattenseite aufschlagen und auf der anderen nochmal titschen. Wieder nicht. Was muss ich? 4 Versuche hast du noch. Ja. Warte. Fast. Nein. Nee, das war nicht diagonal. Es war schon nicht so schlecht. Du näherst dich dem. Nett hinterhergeklatscht, aber noch nicht. Nope. Ah, Kacke. Recht mal von unten. Das ist der vorletzte. Nee, ich möchte ja nicht von unten. Ich glaube, das ist. Warte mal ganz kurz. Ist das der vorletzte oder der letzte? Vorletzte. Das ist der letzte. Entschuldigung, es ist der letzte. Bitte? Es ist der letzte Versuch. 5 hast du gesagt. Wie nicht du 6. immer versuchst zu beeinflussen. 5. Der vorletzte Versuch. Ja. Ich denke mal live, dann ist es gesendet. Ich bin bei dir. Egal. Aha. Komm. Der letzte Versuch. Schade, nicht diagonal. Das ist blöd. 1-0 für Joko nach Spiel Nummer 2. Jetzt kommen wir endlich zum Suffspiel. Also, hier befinden sich Bierkrüge, die sind gefüllt mit Bier, die gilt es aber nicht zu trinken, sondern zu sliden. Und zwar auf der Linie zwischen Zahl 1 und Zahl 7. Genau, die werden hier vorne hingestellt, ich zeige das mal hier kurz, so, dann werden die hier mal so ein bisschen angedeutet. Und dann so weit, wie ihr glaubt, wie ihr kommt, auf der Skala von 1 bis 7. Gleiches Prinzip wie immer, die Anzahl der Versuche ist quasi gleichzeitig die Weite. Schön. Sind das hier die Reste vom Oktoberfest, oder? Probier mal. Na, riecht nach Stefan Effenberg, ja. Okay. Klaas sagt 4, Joko sagt 6. Sollte Joko gewinnen, gibt es 2 Punkte und Klaas auch, beziehungsweise die Aufgabe erfüllen und Klaas auch, kriegt Klaas 1 Punkt. So, Klaas fängt an, exakt. Oder? Ja. Ja, ist richtig. Auf die 4.
Nope. Nicht ganz. Warte, wir nehmen es. Ja, ja, wir nehmen es aus dem Bild raus. Nee, lass ruhig, da kommt. Auf die 6 habe ich gesagt, ne? Auf die 6 hast du gesagt. Das macht er ja nicht zum ersten Mal. Fast. Erster Versuch, die 5. Kannst du stehen lassen, ich muss eh auf die 4. Nope, es ist ein kleines nicht Stück. Nicht wahr sein, ey. Zweiter Versuch. Die 6. Warte. Das ist nicht ganz drauf. Das ist egal, sobald mehr als die Hälfte drüber ist, zieht es. Das ist genau in der Mitte. Es ist mehr als die Hälfte drüber. Nein. Doch, guck. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch. Stimmt nicht. Doch, guck, komm her, guck. Komm her und guck. Ganz kleines Stück. Es ist... Ja, okay. Ah. Ja. Joko hat den Versuch geschafft. 2 Punkte. Du hast noch 2 Versuche. Oh. Ich dachte, das ist Curling im Megapark. Mal Handy, das ist Curling. Wir Curling. Ja. Nein. Leider nein. Damit gehen 2 Punkte an Joko. Kein Punkt an Joko. Mann, ey. 3-0. What's up, dies? In diesem Spiel. Und ich sage mal so, was mit Bier angefangen hat, geht mit Prosecco weiter. In der nächsten Runde geht es darum, dass ihr den Gong klingeln lassen müsst. Prosecco. Anders als samstagsabends tatsächlich beim Korkenknallen. Ja, das klingt nicht nur interessant, das wird's auch. Ich verspreche es Ihnen. Bis dahin erholen wir uns alle ganz kurz und sind nach einer Unterbrechung wieder da. Bis bald. Hey, hallo, Sie sind ja noch wach? Fantastisch. Wir haben hier quasi nur die Luft angehalten. Wobei, nee, das wäre fatal gewesen. Aber wir haben auf Sie gewartet. Es ist in der Pause nichts Relevantes passiert, denn wir heben uns die Energie für Sie jetzt auf. Wir kommen nämlich zu der vorletzten Runde dieses wunderschönen Spiels. Weniger ist kürzer. Und in dieser Runde geht es darum, diese Prosecco-Flaschen zu entkorken. Und zwar mit möglichst viel Bums, denn Sie müssen mit dem Korken, also nur der Korken, die Flasche bitte nicht, der Korken muss beim Abfeuern den Gong treffen. Es wird natürlich vorher wild geschüttelt an dieser Flasche. Ihr könnt mit der machen, was ihr wollt. Bitte nur Sachen, die auch noch sendbar sind. Und dann treffen. Wie viel Abstand schafft ihr? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Klaas hat schon gewählt. Joko führt aktuell mit 3-0. Es gibt nur noch 2 Runden. Das heißt also insgesamt 4 Punkte für 2 Siege. Jetzt kommen viele Zahlen von mir. Joko sagt 7, Klaas sagt 6. Das heißt, wenn Joko diese Aufgabe tatsächlich schafft, kriegt er 2 Punkte, Klaas bekommt 1. Aber hey, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Und es ist ja noch ein bisschen Luft. Wie dumm, da hätte ich auch 2 sagen können. Ne? Hättest du auch sagen. Aber gut. Na, ist egal, ich schaff das ja. Soll ich anfangen? Jetzt hast du 6 gesagt, du fängst an. Ja. Nee, weil ich niedriger bin, oder? Warte, nee, weil... da muss jetzt, wenn da Joko angefangen hat, wenn da Klaas angefangen hat, muss Joko anfangen. Ach so, ja gut. Schön, dass ihr aufpasst. Aus 7. Joko, das muss nicht sein. Das muss wirklich, also das ist bildlich eine schwierige Geschichte, was du da machst. Joko, bitte. Was denn? Ja. Joko! Ey, Moment. Nein. Ich bitte euch. Das ist selbst mir ist das zu simpel, dass du jetzt mir hier erzählen willst. Also da hast du wirklich, das liegt im Auge des Betrachters, würde ich sagen, dass du das jetzt hier so formulierst. Ja, ja, wo genau. Soll ich denn? Ich mach's 3 cm weiter hoch, dann bist du hoffentlich beruhigt. Das reicht schon. Na klar reicht das. Ja, mich in so die sind auch wirklich für die viele Stücke. Drängt mich nicht in so eine Ecke. Drängt mich nicht in so eine Ecke, wo ich anfangen muss, richtig perverse Gags zu machen. Ganz ehrlich, du wie stehst spät haben wir das eigentlich? Kann ich schon anfangen, perverse Gags? Ja, hau raus. Du bist noch wie Marcel Remus, nimm mir das so rein. Willst du nicht überschütteln vorher? Die Flasche schütteln. Nicht da. So, hoch. Ich habe 7 Versuche. Ja, okay. Du, hör mal. Wirklich. Nicht da unten schütteln, bitte. Ach. Oh, Jesus.
Lass mich raten, dafür gibt es einen Workshop beim Stangelwirt, den hast du belegt. Mit Miki zusammen. Ja. Heute Abend sabrieren, Leute. Jawohl. Das war viel zu weit. Ich habe nicht gesehen, wo der hin ist. Wir haben eine Slow-Mo. Kannst du mal gucken? Aber ey, also haltet euch die Hand weit, davor, ne? Weit, weit drüber. Wo ist der? Da hinten? Ganz weit dahinter. Das steckt ja, ist ja vollkommen egal. Siehst du, dass ich bei dem Typen im weißen T-Shirt im rechten Auge. Okay, boah. Erster Versuch, jetzt kommt Klaas, erster Versuch ab 6. Wie der hier knallt hat. Schön, wa? Ist auch gut, wie ich nicht mal auf der 7 war, sondern auf der 8. Ja, einfach viel weiter hinten, ja gut, aber das ist richtig ja... Richtig dumm. Was hast du jetzt gesagt? Langsam, würde ich sagen. Aber du hast 7 Versuche, es ist Zeit. Drehst du in die richtige Richtung, Klaas? Weiß... Was? Weiß auf... ich nicht. Klaas ja, ja. Macht das schon lange nicht mehr selbst, der hat da Leute für. Das macht bei mir der Pfleger. Der schießt mir dann in den dass Mund. All die Sylt-Urlaube sich endlich mal auszahlen. Aber mir sagen, ich soll die nicht auf Genitalhöhe halten. Das ist wirklich. Ich kann mich hier nicht hinsetzen, weil du alles eingesaut hast hier. Hört jetzt auf mit, ihr seid ja albern, wirklich. Seid ihr wieder albern in der Gruppe, ey. Wir haben das mehrfach geprobt, ja? Das niemand ist auf die Idee gekommen, das so meine zu machen. Meine Güte, ey. Wirklich niemand. Leute, wirklich, grow up, wirklich. Nee, ganz ehrlich, you grow up. Ach komm, ey. Ihr seid, ihr seid Daumen richtig... drauf und schütteln und dann ab. Ich mach da nicht den Daumen, ich hab da Angst davor. Warum? Leute, ihr du bist gerade aus der Decke gesprungen, Klaas, du kannst alles ihr schaffen. Ihr seid so albern, alle, ey. Ja. Kann man nicht glauben. Ja. Komm, wir lassen ihn hoch. Das war, ui. Wer ging in die Deko? Wir haben das Lomo. Sollen wir einfach Sachen kaputt schießen? Ja, also weit drüber. Ich mein, ist aus also, dem Bild rausgeflogen, so weit. Da hinten. Okay. Ganz ehrlich, ich meine, wenn das nicht so teuer wäre, könnte man das mal öfter machen, ne? Aber man musste aber gleich alles trinken. Kannst du runterstellen. Oh. Zweiter Versuch. Kann ich meine Einstellung von der Seite haben, so eine totale, wo ich sehe, ob das hier so eine gute... Ganz ehrlich, ey. Ich denke ja so nach 11 Jahren, ne? Ui! Ist nicht so schlecht. Das war nur noch ein bisschen vorher. Wir schauen nochmal, guck mal da. Ah, knapp daneben. Klaas, du kannst noch ein kleines Stück weiter vorgehen. Du bist bei der 6. Danke. Es ist ein so blödes Spiel. Sehe ich im Weg hier mit den Kameras? Sag doch was. Soll ich nach Hause gehen? Viel zu hoch. Guck viel mal in zu die, hoch, ey. Guck mal da oben nochmal in die Slow-Mo, dass du siehst, wie, ist ja wie unglaublich. Viel zu hoch bist du. Ist ja unglaublich. Wahnsinn, oder? So. Aber das macht Spaß. Versuch Nummer 3. Raten Sie mal, wo diese Spielidee entstanden ist. Wenn Sie die Leute hier kennen. Der Korken ist ein bisschen fester als der andere. Oh, der langsam kommen lassen. Hä? Was unerträgliche Spannung. Es könnte knallen, Silvester 24, Leute. Ja, aber was ist da passiert? Warte mal. Komm, ja, der war unten. Tiefschalter. Schauen Sie hier, dann sehen Sie. Drunter her. Ja, der war nicht, der war nicht gut. Das war keine gute Flasche. Okay. Gut. Was sagst du? Ja? Ja, aber ich höre mich da. Aha, aha. Dritter Versuch von 6, sag ich. Könnte passen. Na, ah, schade. Der ist aufgetitscht. Vorher. Das ist wirklich nicht zu glauben, das ist ja wie verhext, ey. Vielleicht musst du mal einen Schluck nehmen. Nee, das mag ich nicht, da kriegst du. Ach so, stimmt. Vergaß, wir sind ja eine Rentnersendung mittlerweile.
Habt ihr mal einen Schluck Kloster Formelist? Ja. Bisschen Doppelherz. Bisschen Renny, wenn es geht. Ja, ein bisschen Kölnisch Wasser trinke ich auch. Oder dieses leckere Parfum von 50 Cent. Das mag ich. Am schönsten ist der Moment, wenn sie dir heute Abend wieder die Arme mit Brandwein essen. Oh ja, wenn die Schwester mich lagert. So, nun mach. So, Versuch Nummer 4. Ah, boah, Alter. Weil jetzt war ja bei Hinne da, hier. Weißt du, man muss das ein bisschen... Richtig schütteln, sag ich euch. Man muss das ein bisschen aus dem Handgelenk. Aus dem Handgelenk. Ja, komm her hier. Über Bande, über... Mal fliegen die dahin und mal dahin, wenn man das mehr oder weniger gleich hält. Wirklich? Da wäre es doch eine anerkannte olympische Sportart. Eine deutsche Industrienorm für. Ja, aber das ist physikalischer Superquatsch. Jesus, wirklich. Er schreibt, er schraubt einfach die ganze Zeit an diesem Ding rum. Schützenverein auf Sylt. Dein hart, aber fair. Oh, knapp. Fuck. Damn it. Glas 5, der Versuch von insgesamt 6, also quasi der vorletzte. Ja, so nämlich. So, Entschuldigung, das ist mir auch schnell rausgeschossen. Dass da die Emotionen rausgehen. Entschuldigung, das ist mir sehr peinlich, wie ich gerade geschrien habe. Tut mir leid. War richtig unangenehm. Tut mir leid. Joko, das kennst du doch von jeder Autohauseröffnung. Jetzt mach's doch mal. Ja. 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 Da sammelt sich der Schaum. Komm, Joko. Das Ding ist, Joko, wenn du das jetzt gewinnen solltest, hast du dieses Spiel gewonnen, ne? Ich sag's nur mal kurz dazu. Ja, dann haben wir direkt was zum Anstoßen. Ja, absolut. Gut, Klaas, auch ein bisschen Druck. Oh nein! Klaas, bisschen Druck für dich. Wenn du den. Ich habe absichtlich meine Gammelhose. Meine private Hose. Ja, weil ich denke auch irgendwie, weißt du, wenn die Zuschauer hier im Fernsehen gucken, dann freuen die sich, wenn einer auch so angezogen ist, oder? Dachte ich mir. Das Ding ist, du musst kurz für dich wissen, einfach um den Druck zu erhöhen, wenn du diesen Versuch jetzt nicht schaffst, dann ist das Spiel automatisch für dich verloren, denn dann kannst du Joko nicht mehr einholen und dann hat er gewonnen. Also er hier, der andere. Leute, macht euch keine Sorgen, ich mach das jetzt. Alles nur Show, ja? Letzter Versuch, komm schon! Nein! Aus! Damit ist es aus! Oh Mann! Joko gewinnt dieses Spiel, weniger ist mehr. So würde ich nicht gewinnen wollen. Glanzloser Sieg. Tragisch. Das ist erbärmlich. Achso, ich dachte die ganze Zeit, ich werde geschnitten. Fast geschenkt, möge der eine sagen. Der andere sagt einfach immer nur ein bisschen besser gewesen als ich meine, andere. Punkt, ja. Aber so würde ich nicht gewinnen wollen. Doch, würdest du. Du gewinnst sogar noch, also du gehst noch viel weiter. Ich möchte Janine, das nur kurz für die Geschichte wissen, nicht wahr? Also. Johannes, kommst du da jetzt mal? Lass ihn. Okay, also während der Joko hier noch ein bisschen spielt, würde ich schon mal kurz zur Formalie übergehen. Wir haben einen weiteren Punkt für Joko Winterscheid, den vermerken wir kurz auf der Tabelle. Wenn wir mal drauf schauen, dann steht da aktuell, na guck mal, es steht 4-2 für Joko. Ja, ist es nicht schön? Und wir befinden uns an dem Punkt in der Sendung, an dem es noch eine Reise und ein Studiospiel gibt, vor dem großen Finale. Und an dem Punkt, an dem ich gleich Sanitäter hier reinholen muss. Ah, die beiden dahin bringen, wo sie hingehören, nämlich in irgendwas mit 4 Gummiwänden. Wo sie sich gegenseitig mit Müllbeuteln beschmeißen nicht können. Nicht wahr sein. Kinder, sind wir jetzt fertig mitten? Ja! Sehr gut! Versuch auch noch. Mach auch noch einen rein.
Ja! Oh, komm, zwei Herzen noch. Glas, Glas. Komm, ein noch. Komm, gib dir Mühe, gib dir Mühe. Ich bin heiß. Ich will gehen. Oh! Und jetzt ja, egal. Naja. Es kann nicht immer klappen. Ja. Es ging ja zum Glück um nichts, so wie den ganzen Abend schon. Wenn ihr andere Videos auf diesem Kanal sehen wollt, dann ist das da. Wenn ihr abonnieren wollt, das sollt ihr auch machen, dann ist das da. Und wenn ihr sagt, nö, ich will ganze Folgen sehen bei Join, dann ist das da. So, ist also super easy, oder? Da.